Ja, hallo, liebe Rurik, Potti, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Hallo, Kumpelpottis. Und somit herzlich willkommen zur dritten Etappe der Oberhausen-Umrundung. Ja, nach einer kleinen Pause ist es endlich soweit. Ich setze den Weg fort. Und wenn ihr mit dabei sein wollt und wissen wollt, wo mich das schräge O hinführt, dann bleibt dran und kommt mit. Auf geht's! Ja, Freunde, mittlerweile ist es um mich herum ordentlich Herbst geworden, ideales Wanderwetter, die Kastanien fallen von den Bäumen, es ist richtig frisch für mich, geradezu perfekt, um weiterzumachen mit der Oberhausen-Umrundung. Nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt weiter, wir starten im hohen Norden der Stadt und weiter geht's. Und gleich zu Beginn laufe ich an der Waldschule der Kreisjägerschaft Oberhausen vorbei, sehr, sehr spannend. Ihr Lieben, die Etappe liegt mir ganz besonders am Herzen und macht mir ja nochmal doppelt so viel Spaß, denn das ist hier für mich Heimatwandern vor den Toren meines Elternhauses und ja, ich freue mich. Ecke Gabelstraße, wo auch der ehemalige Nordschacht stand. Ja, den habe ich noch kennengelernt. Ja, mittlerweile ist auch davon nichts mehr übrig geblieben. Der ortsansässige Bauer hier, der hat sogar noch echte Haflinger, also ein Gestüt und verkauft dort auch Milch. Haflingermilch. Wahnsinn, habe ich noch nie getrunken, weiß auch nicht, wie das schmecken soll, aber ist mir sonst auch noch nirgendwo begegnet, also einzigartig. Ihr habt gesehen, ich bin am Hirschkamm angekommen und auch hier ist doch echt ordentlich viel Verkehr, also Urban Hiking auch im Norden der Stadt. Aber genau das hat auch seinen Reiz. Jetzt geht's erstmal in den Wald. Ja, endlich wieder Wald. Herrlich. Und hier gibt es sogar den Naturrundweg Hiesfelder Wald. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da gab es hier noch den Trimmlichtpfad und Lauftreff, Laufrunde. Ach, herrlich. Mein Gott, das ist schon Jahrzehnte her. Trimmlichtpfad. Kennt das eigentlich noch einer? Erinnert ihr euch noch an diese kleine Figur? Und auch an die Übung, die man da machen musste, mit Eigengewichte, die ja aus Holz, Baumstämmen etc. durch, ach weiß ich nicht, sämtliche Hindernisse, Hürden und Klettern, Hangeln, Hüpfen, ach Wahnsinn, total gut. Jojojo, haha, Regen haben sie angesagt, Regen ist gekommen. Stört mich ja nicht, ich finde ja Regen run, ich finde das super, macht Spaß. Und so hole ich auch mal wieder den wunderbaren Regenschirm raus, ich stehe da ja drauf, muss ich echt dabei haben, unverzichtbares Wanderutensil. Ja, jetzt ist die Bildqualität ein bisschen mies, macht aber nichts, that's live, also weiter. Theo, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Regen übers Land. Halt, stopp, vor lauter Singerei hätte ich fast
die Abzweigung verpasst. Jetzt muss ich mal gucken. So. Ich dachte, das wäre eine Turnschuhrunde hier. Über Tiere im Wald gibt es hier auch noch was zu erfahren. Und wenn man hier ganz, ganz, ganz still ist und echt viel Glück hat, ja, dann kann man hier tatsächlich auch Rotwild beobachten, die einfach mal hier den Waldweg kreuzen. Sehr, sehr spannend, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ihr könnt ja sogar von ganz hoch im Norden, da von der Haltestelle Hünenbergstraße bis zum Fröbelplatz. Das ist aber echt eine Ecke, ey. Ja, ja. Feucht und nass ist es Schrömis Wanderspaß. Und hier überqueren wir gerade die Franzosenstraße im äußersten Winkel der Stadt. Sehr, sehr gerne bin ich hier auch mit dem Fahrrad lang gefahren auf einem tollen 30 Kilometer Rundweg. Und es regnet, es regnet, es regnet. Ja, und wir sind immer noch in Oberhausen, stärkt gerade Nord. Herzlich willkommen, steht da. Partnerstädte Middlesbrough, Saporossie. Ah, in Italien kann ich gar nicht lesen. Türkei, Mersin, Polen auch. Schön. Und es dauert, mein Gott, ich sehe gar nicht. So, und es dauert gar nicht lange. Da würden wir zur Sträterei kommen, Hüskenschröer. Ein wunderbares Ausflugsziel, damals schon gewesen, wie heute, wo man ganz wunderbar mal eben einkehren kann auf dem Weg zum Heidhof. Heidesee, Flugplatz Schwarze Heide, top. Ja, irgendwie hat ja Oberhausen im Regen auch so seinen Reiz. Ich mag das ja. Und jetzt hat sich hier auch ordentlich eingeregnet. Und es ist schon fast düster geworden. Bis jetzt stört es noch nicht. Aber so langsam. Ja. Könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen weniger regnen, aber egal, ich habe alle Sachen dabei, noch tut es der Schirm und sonst eben die Regenjacke oder Poncho oder der Regenrock oder die Gamaschen oder. Boah, wenn man bedenkt, wie weit wir jetzt eigentlich weg vom Ruhrdeich, Ruhrufer und Ruhrpark sind, schon echt kolossal. Einmal genau am anderen Ende der Stadt. Faszinierend, ne? Wahnsinn. Ja, das ist soweit. Die Sachen sind da. Immer noch nicht mehr. Ja, jetzt hat sich ja ordentlich eingeregnet, ne? Ach ja. So. Mein Gott, ist viel los. Da brauchen wir eine gewisse Zeit, bis man das so aufgerödelt hat. Aber jetzt kann es auf jeden Fall noch erstmal weitergehen. So, los geht's. So, außer mir sind noch so ein paar beinharte Rentner unterwegs. Und wir passieren jetzt das Tal des Rotbachs oder des Schwarzbachs zwischen Hüttenschröer und Grafenmühle. Der Weg, auch eine beliebte Mountainbike-Strecke. Seit vielen, vielen Jahren mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie die Beschaffenheit der Wege da so sind. Aber auf jeden Fall Naturschutzgebiet sondergleichen. Das jetzt richtig herbst, nass, dunkel, Regen, herrlich,
Ach, wie das riecht. Wow. So, wir überqueren jetzt den Rotbach, den wunderschönen Rotbachtal. So, mittlerweile ist der kleine Rotbach auch schon ordentlich angeschwollen. Lebensraum Bachaue, ungestört, gut verbunden, Rotbach. So, Naturräume im Ruhrgebiet. Ja, genau das ist es. Wie damals. Also langsam dämmert es hier auch im Wald. Und aus der Turnschuhrunde, aus dem Spaziergang, ist eine waschechte Abenteuerwanderung geworden. Und das mitten in Oberhausen, auf den Stadtgrenzen, rund um Schräge Oh. Ja, zum Glück ist hier alles gut ausgeschildert. Die Kamera, die hält das hier wirklich so ein bisschen auf, aber es ist in der Tat deutlich, deutlich dunkler. Und auch keine Aussicht darauf, dass es heute noch mal aufhört zu regnen. Ich habe notdürftig noch die Stulpen übergezogen, mich für den Wanderrock entschieden, der mal schnell umgeschlungen ist. Eine kleine Regenjacke eines großen Discounters. Da war jetzt der Schirm definitiv an seine Grenzen gestoßen. Das fisselt nicht nur, das pisst auch noch richtig. Und das riecht richtig gut hier im Wald von den Farnen. Und guckt euch das mal an, wie dunkel das schon geworden ist. Oberhausen, die Stadtumrundung, rund um Schräge O, Etappe 3, das war's. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schaltet ein und seid gespannt auf Etappe 4 und Etappe 5. Habt ihr die anderen noch nicht gesehen? Dann ab in die Playlist und Etappe 1 und 2 gucken. Das war's erstmal für heute. Viel Spaß und weiterhin wanderbare Zeit. Euer Strömi von Pottananda. Ciao, ciao.